Mein Name ist Maximilian Borchert, ich bin 29 Jahre alt und als Gruppenführer in der Feuerwehr Gräfenthal eingesetzt. Als Gruppenführer hat man die Aufgabe, die Gruppe im Einsatz zu führen und die Mannschaft auszubilden. Die Aufgaben der Feuerwehr sind sehr vielfältig. Dies kann eine Türöffnung sein, über die Rettung einer Person mithilfe der Drehleiter oder bis hin zum Vollbrand eines Gebäudes. Besonders anspruchsvoll sind Einsätze, bei denen wir unter Artenschutz vorgehen müssen. Der vorgehende Trupp ist dabei auf sich allein gestellt und hält lediglich über Funk Verbindung nach außen. Hier kann ich als Artenschutzgeräteträger immer auf meine Mannschaft zählen. Das ist das, was die Feuerwehr auszeichnet. Wir lassen keinen zurück und stehen für den anderen ein. Auch wenn das heißt, dass wir unser Leben für andere Menschen riskieren müssen, um ihnen zu helfen. Da müssen viele Vorgehensweisen und Techniken erlernt und regelmäßig trainiert werden. Mein Name ist Maximilian Kuschminder. Ich bin 28 Jahre alt und bin mit 7 Jahren in die Jugendfeuerwehr in Gräfenthal eingetreten. Dort lernt man die Aufgaben der Feuerwehr kennen und macht erste Erfahrungen, wie man als Gruppe etwas bewegen kann. Mit 18 Jahren bin ich dann in die Freiwillige Feuerwehr Gräfenthal eingetreten. Die Aufgaben bei uns in der Feuerwehr, die sind sehr vielfältig und jeder kann seine persönlichen Eigenschaften und Stärken einbringen. Und genau diese verschiedenen Eigenschaften sind das, was wir hier in Gräfenthal brauchen. Egal, ob man sich für Technik, Fahrzeuge, Führungsaufgaben, Arbeit mit Menschen oder Kindern interessiert, jeder wird bei uns gebraucht. Und das ist auch das Schöne bei uns in der Feuerwehr. Hier kommen Menschen zusammen, die sich vielleicht im privaten Umfeld nie begegnet wären. Und die vielen Einsätze und Übungen schweißen uns zusammen. Denn wir müssen uns auf den anderen verlassen können. Und diese Erfahrung schätze ich sehr bei der Feuerwehr. Unser Ziel ist es, dass mehr Menschen erkennen, dass die Arbeit der Feuerwehr nicht selbstverständlich ist. Dieses Hobby, was man eigentlich gar nicht Hobby nennen kann, verlangt natürlich auch viel Zeit ab. Aber die Zeit wird bei uns für die Hilfe an anderen Menschen investiert. Und ich finde, das ist ein gutes Gefühl, wenn man jemandem in einer Notlage helfen kann und man merkt, dass genau diese Zeit sich gelohnt hat. Helft uns helfen. Helft uns helfen. Helft uns helfen. Helft uns helfen.